Nach mehr als 2 Jahren hat die Türkei am Freitag den US-Pastor Andrew Brunson freigelassen und damit den Weg hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zu den USA geebnet. Ein Gericht im westtürkischen Alanya verurteilte Brunson am Freitag zwar zu einer 3-jährigen Haftstrafe, ordnete zugleich aber seine Freilassung an. Nach Angaben seines Anwalts flog der evangelikale Pfarrer umgehend zurück in die USA. Brunson lebte seit mehr als 20 Jahren in der Türkei. Seine Festnahme wurde mit angeblichen Verbindungen zu kurdischen Extremisten und zudem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen begründet.